Wir spielen Vigo Vacation, ja. Und fahren mit der Bimmelbahn, la 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 la. Hut an ein Part von Vigo Vacation. Heute machen wir den Goldschlüssel. Schmerzhafte Erinnerungen. Willkommen im Seelesort, Mari. Du hast 7 von 7 Schatztruhen in diesem Seelesort gefunden. Du hast an 7 von 7 die Tatsache für Punkte ein Foto von dir machen lassen. Bis später. Dazu müsst ihr einfach Folgendes beachten und machen. Ich zeige es euch einfach mal. Hier, bei den schmerzhaften Erinnerungen 50 Mal fallen. Das kann man am allerbesten im Schneeresort. Das werde ich euch zeigen. Danach 50 Mal mit Transportmitteln getaucht. Das zeige ich euch auch. Und von Klippe gesprungen zeige ich euch auch. Als allererstes gehe ich jedoch ins Schneeresort für die 50 Mal gefallen. Wenn ihr schon im Seelesort seid und jetzt denkt, ach, jetzt will ich nicht nochmal wechseln, dann skippt. In der Beschreibung habe ich die Timestamps. Da zeige ich euch, wie man den Sprung von der Klippe macht. Dann könnt ihr den zuerst machen, bevor ihr dann ins andere, ins Schneeresort geht. So, wir sind im Schneeresort. Mario, willkommen im Schneeresort. Du hast an 7 von 7 Schatz von diesem Resort gefunden. Du hast an 7 von 7 Tatsachen für ein Foto von dir machen lassen. Bis später. So, geht einfach zu Wegpunkt Nummer 5 mit dem Schneemobil. Und wir müssen einfach noch 15 Mal hinfallen. Und ich mache das am liebsten hier mit dem wunderschönen doppelten Front- und Backflip. Da könnt ihr schön drum fallen. Und das sieht auch noch ganz lustig aus. Und ich mache das jetzt so lange, bis ich eben hier, könnt ihr es anschauen, bis ich hier 50 Mal gestürzt bin. Seht ihr hier oben. Und das war's. Also immer, wenn ihr dieses Geräusch hört, das ihr gleich hört, einen Moment. Wenn ihr dieses Geräusch hört, diese Hupe, dann seid ihr einmal gefallen und dann zählt das als Sturz. So, wir sind im Bergresort. Mario, willkommen im Bergresort. Du hast 7 von 7 Schatz von diesem Resort gefunden. Also 7 von 7 Tatsache für machen. Also bis später. Wir machen das jetzt mit den 50 Mal getaucht mit den Transportmitteln. Das seht ihr hier. Und dazu brauchen wir ein Auto. Ich weiß nicht, ob ein Pferd auch als Transportmittel zählt, aber mit einem Auto zählt es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen einmal zu Wegpunkt Nummer 7. Da geht es eigentlich ganz gut. Und ihr fahrt einfach geradeaus. Nur geradeaus fahren, mehr müsst ihr nicht tun. Und das so lange, bis ihr hier, ich zeige es euch kurz in den Rekorden, bis da steht, untergetaucht, 50 Mal. Ihr könnt die ganze Zeit einfach B drücken und nichts machen. Ihr müsst nur B drücken. Das war's dann, bis ihr eben 50 Mal untergetaucht seid. So, wir haben 50 Mal sind wir mit den Transportmitteln getaucht und das seht ihr auch einmal hier und einmal hier. Zu guter Letzt machen wir noch die Verklippe gesprungen. Da ist pro Stern ein Resort notwendig. Wir gehen machen zuerst das Seeresort, dann das Stadtresort, dann das Schneeresort und dann das Bergresort. Mari, willkommen im Seeresort. Du hast 7 von 7 Schatztruhen in diesem Resort gefunden. Du hast an 7 von 7 zu der Tatsache verfügt, man ein Foto von dir machen lassen. Bis später. Yo, wir fahren mit dem Quad an einem bestimmten Ort. Und ja, der Ort ist nicht so weit weg. Ich würde einfach von hier aus losfahren. Man kann auch über den Offroad-Park fahren, aber ich nehme den Weg, weil der meiner Meinung nach kürzer ist und auch entspannter ist. Ich zeige euch aber erst, wo es ist, bevor ich da eben runterfahre. So, einmal kurz hier stehen bleiben. So, dass wir hier rüberfahren. Denn da seht ihr gleich ein Schwert. So, hier vorne. Ihr seht da vorne ein Schwert. Ich fahre mal kurz hin. Ganz vorsichtig, dass wir nicht runterfallen.
Wuffy bellt, er weiß Bescheid. Da ist natürlich eine von Klippe gesprungen. Da kommt ein Stern dafür. Hier ist ein Schwert im Stein, so Excalibur-like. Und wir steigen jetzt hier rein und springen darunter. Von Klippe gesprungen. 1 von 4. Yeah. So, im Starter-Talk gibt es natürlich auch eine von Klippe gesprungen. Ein Stern dafür. Mario, bekommst du Schatzsorte? 7 von 7 Schatzdrohne, die du dort gefunden hast. Und 7 von 7 sind die Tatsack für Football. Yeah. Wie oft habe ich das eigentlich heute schon gesagt? So, wir fahren zum UFO. Beziehungsweise springen dahin. Das ist der Wegpunkt Nummer 4. Mit Inhaltsgates oder dem Scaleboard ist total egal. Wir fahren zu den UFOs hin. So. Hier entlang. Und müssen dann noch oben sliden, in der Mitte. Das ist hier. Und schwupp. So, nun müssen wir darunter springen, wo es so schön leuchtet. Genau hier. Da 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 da. Das war gar nicht so spektakulär, wie es sein sollte. Aber das war spektakulär, wenn wir jetzt hier gelandet sind. Yeah. Ich würde sagen, das war's dann hier. Vor aus dem wunderschönen Stadtresort. Yeah. So, der dritte Stern für von Klippe gesprungen ist im Schneeresort. Und ich habe ja schon oft gesagt, wo der ist, aber ich zeige es euch jetzt nochmal. Mario, willkommen im Schneeresort. Du hast die 7 von 7 Schatztruhe in diesem Resort gefunden. Du hast an 7 von 7 zu den Tagestag Fotopunkte vor dir machen lassen. Bis später, by the way. So, wir gehen zu Wegpunkt Nummer 9. Ich mache es im Schneemobil, könnt aber auch natürlich mit den anderen Sachen alles das machen. Ihr müsst einfach hier geradeaus über diese Spitze darunter springen. Ich habe es ja, glaube in einem der letzten Parts euch schon gesagt. Wo wir den den zweiten Goldschlüssel im Schneeresort gemacht haben. Dass man, wenn man hier runterfährt, von Klippe gesprungen bekommt den Stern. Deswegen sind wir hier im Let's Play noch nicht runtergesprungen. Das werden wir aber jetzt machen. Und schwuppdiwupp, ein wunderschöner Sprung. Und hier kann man auch wunderschöne Tricks machen, wenn jemand irgendwelche Tricks machen möchte. So, von Klippe gesprungen war das. Wir haben einfach richtig viele Punkte gemacht. Das war krass. Würde ich sagen, war es das aus dem Schneeresort. Und jetzt machen wir noch von Klippe gesprungen im Bergresort. So, das schöne Bergresort ist auch schon am Start. Mario, willkommen Bergresort. Du hast 7 von 7 Schatz in diesem Resort gefunden. Du hast an 7 von 7 Terrasse für Fotopunkte. Ein Foto von dir machen lassen. Bis später. Die Klippe ist der wunderschöne Otti McRae-Fall. Und dazu müssen wir Folgendes machen. Entweder wir fahren da hoch oder wir springen einfach zu Wegpunkt Nummer 7. Da waren wir vorher schon. Genau, so. Und wir machen nichts mit dem Auto. Nein, nein, nein. Wir parken uns hier wunderschön hin. Nee, wir steigen ab. Und nehmen entweder das Kajak. Oder nicht. Ist eigentlich egal, glaube ich. Und dann fährt man hier runter. Den heftigsten Wasserfall auf der Kauai-Insel. Uiuiui, das ist so hoch. Und wir drehen uns auch noch. Uiuiuiui. Das war der Stern für von Klippe gesprungen. Und wir haben jetzt den Goldschlüssel. Schmerzhafte Erinnerungen. Yeah. Dann würde ich sagen, war's das von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fahre jetzt nochmal nach unten. Und tschüss, euer Zickerflieg. Oder ich fahre gar nicht nach unten. Ich nehme noch ein paar auf. Yeah. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Mit der Ranzer. Tschüss, euer Zickerflieg. Ciao.